Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen, zu einem neuen Let's Play Torchlight 2 mit Asreiter. Ja, hallo, ich grüße euch recht herzlich. Wir starten hier ein neues Projekt und wollen Torchlight 2 einmal ausprobieren, wie die Geschichte hier so ist. Sieht schon sehr schick aus, was ich hier gerade sehe, was ihr vielleicht auch gerade seht. Ja. Und ja, schauen wir mal, wie es vorangeht, oder? Genau. Dann machen wir erstmal eine neue Partie, dann müssen wir uns jetzt einen Charakter erstellen. Genau, das wird wahrscheinlich unser erster Part sein, dass wir hier jetzt einen neuen Charakter erstellen. Und da müssen wir halt überlegen, ob wir einen Schraubenschlüssel nehmen oder nicht. Hier, der hat einen dicken, fetten Schraubenschlüssel in der Hand. Ja, ich habe das Spiel schon mal gespielt früher. Ich noch nicht. Und ich habe schon einen Magier und einen Berserker und ich glaube, ich nehme einen von den unteren beiden. Also, der Hund gefällt mir nicht, dann nehme ich keinen Magier, aber der bleibt dabei, ne? Shit. Kannst du noch auswählen. Okay. Also Magier, Berserker. Berserker ist der. Sag schon, wie sagt man? Oh, ich komme jetzt nicht drauf. Der Bot nicht, sondern der. Ich weiß jetzt nicht, worauf ich hin. Tank, der Tank, da Nein. wollte ich hinaus. Oder man kann ist ihn, glaube ich, auch auf Tank skillen, aber der Ingenieur ist, wenn schon, der Tank. Der Ingenieur ist das? Yep. Okay. Agant, was ist das für einer? Das ist ein Fernkämpfer. Okay, Ballermänner in der Hand. Schraubenschlüssel, Ingenieur ist ja natürlich schick, ne? Gefällt mir der Typ. Dann nehme ich so den Agant. Ja, also ich bin so ein Techniktyp, also da ist das mit dem Schraubenschlüssel schon für mich richtig. Wie sieht denn die Dame davon aus? Nein, ich glaube nicht. Nee, jetzt guck ich mal die Magierin an. Nee, die gefällt mir auch nicht. Der Irokese ist mir auch nicht mein Ding. Er kann sie noch ändern. Ich nehme jetzt männlichen Ingenieur, das gefällt mir. Ach so, Gesicht kann man auch noch ändern, genau. Wow. Ja. Ohne Bart, nee, wenn mit Bart. Und noch so ein Monokel, oder wie nennt sich das? Ich glaube Monokel, so ein Einglasauge, ne? Ich hätte 18 Haarfarben und so, aber von, habe ich das Gefühl, es gibt man nur durch die gleichen mal wieder durch. Also ich muss mich zwischen 4 und 1 entscheiden. Aber das mit dem Monokel finde ich richtig cool. Den nehme ich. So, Haare. Glatze fand ich auch gar nicht mehr so schlecht. So, ich glaube, mein Charakter ist fertig. Hast du einen Ingenieur irgendwie? So, jetzt müssen wir noch unser Begleiter auswählen. Aber die Glatze mit der Brille, das ist auch cool. Sollen wir jetzt hier? Nächste Farbe, Haarfarbe. Ah, das Rote ist schon ganz cool. Oder Schneeweiß, das wäre es auch noch. Ne, ich nehme das Rote, das ist geil. So, Name des Charakters. Assreiter, oder? Ja, klar. Ich hab Knolle. Heißt deiner Knolle? Und dann geht's weiter, oder genau, wie sehe ich das? Dann sein Haustier aus. Und Leiter. Das Haustier kommt dann, okay. Oh, nee, eine Katze, das ist ja widerlich. Der Mops, der gefällt mir auch nicht. Ist eine Bulldogge, eine Mops. Für mich sieht das aus wie ein Mops. Hirsch ist natürlich cool. Mit Geweih und so. Cool. Das Frettchen sieht voll cool aus. Das passt doch irgendwie zu dem Vagant wieder, oder wie heißt der? Shakawari, das ist was ich nicht haben will. Der Panther hat auch was. Alpaka. Ach, da geht's noch einen Pfeil nach rechts, da gibt's noch mehr. Ja, oh mein Güter. Papillon. Der Headcrab ist doch cool. Nee, den will ich auf gar keinen Fall. Frettchen ist natürlich interessant. Das sieht voll cool aus bei dem Typen, den ich habe. Ich glaube, ich nehme auch ein Frettchen. Ah, was Fliegendes. Das kann natürlich auch hilfreich sein, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Ich habe noch kein Fliegendes gehabt. Aber so ein Wolf ist auch cool. Oder ein Panda. Anders, aber süß. Nee, Eule mit viel Wissen, ne? Der Dachs, nee, Eule, Falke und Panda ist auch noch da, aber der ist mir zu dick, der passt nachher nicht durch die kleinen Löcher. Wolf, nee, Wolf will ich nicht. Die letzte Seite ist schon mal out. Die erste Seite. Ich hab schon was, ich nehme das Frettchen. Der Panther ist schon cool. Die sind alle doof. Der Hirsch wäre natürlich was Außergewöhnliches. Der ist doof. Den will ich auch noch, das Frettchen. Die Krabbe will ich auch nicht. Ah, ich bin jetzt wirklich mit dem Vögeln da. Die Eule oder der Falke? Die Eule hat Weisheit. Der Falke ist wahrscheinlich im Sturzflug am besten. Nein, der Falke ist schnell. Schnell, deswegen. Ja, der Ingenieur ist schon weise genug, das heißt, ich glaube, ich nehme den Falken. Ich habe das Frettchen und ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Auch noch verschiedene machen, dunkel oder hell? Meiner ist dunkel.
Name des Begleiters, Ranzen. Du glaubst es nicht. Wer nennt denn seinen Begleiter Ranzen? Yeti, ja klar. Hasi, Mia, Gabriel. Ah, also das ist schon mal weg, das ist klar. Ah, ich nenne meinen Begleiter Freund. Dovi. Falk. Wer nennt seinen Begleiter Dovi? Falk. Knuffel, Prügel, Sissi, Täschchen. Da rechts sind so Würfel, da ist ja auch was Cooles. Heinz, Heinz ist cool. Abums, nee, der ist auch doof. Leo? Nee. Mongo? Nee. Adele? Nee, die singt. Warte. Die ist doof, Mia. Horst, Horst ist auch cool. Heidi, das ist ja mal was. Minka. Billy. Wo ist der Boy? Spooky. Ja, wie heißt denn dein Begleiter? Volker. Samuel. Volker. Leo. Miro. Horst. Hey. Ach, jetzt sind wir schon durch, oder was? Abräumer. Ranzen. Keks. Zunder. Herbert. Ossi. Ossi. Prügel. Ich nenne Abrisus. Ja, schönen Gruß an den Kollegen, falls er zuschauen sollte. Oh, das, Professor. Das war gerade geil. Professor. Ah, jetzt habe ich weitergeklickt. Professor wäre ja cool. Mila, ey, Replay. Du kannst nochmal zurückgehen. Hubert. Nee, also, du kannst einfach eingeben. Ja, ich könnte eingeben. Ovi. Das war gerade voll Muli. Cool. Ich habe geguckt, da stand da Professor, da habe ich weitergeklickt. Professor Ranzen. Hm? Okay. Krabums. Olli. Billy. Ovi. So, ich glaube, ich lasse Professor. Professor gefällt mir. Dann setze ich noch einen Haken, oder? Ja. Hast du deinen Namen? Ich gucke jetzt mal gerade. Nein, mir fällt kein guter ein. Ich glaube, ich bin nicht. Ja, Hardcore-Modus wäre bestimmt interessant, aber leider sind wir im Let's Play und da muss man wahrscheinlich irgendwie mal einen Spielstand haben. Also ich habe jetzt meinen Volker Heinz. Also leicht ist nichts Herausforderndes, ne? Also mein Frettchen heißt jetzt Volker Heinz. Ich habe so die zwei besten Namen für mich zusammengewürfelt. Ich kenne mich nicht aus, deswegen nehme ich normal. Ich nehme auch normal. Ja, und jetzt? Einzelspieler, Internet oder LAN? Da müssen wir Internet nehmen. Aber okay, das machen wir dann zum nächsten Mal. Ja, da will ich auch mal sagen, ne? Wir sind ja schon eine ganze Weile unterwegs. Jo. Macht also Sinn, jetzt hier mal gerade zu unterbrechen. Genau. Und dann kümmern wir uns die weiteren Einstellungen. Und ich denke, dann werden wir uns wahrscheinlich im Spiel wiedersehen in der nächsten Folge, ja, oder? Wird auch in Kürze folgen. Genau, die hauen wir nicht am gleichen Tag wahrscheinlich raus, aber wahrscheinlich ein oder zwei Tage später. Genau. Gut. Ja? Dann würde ich aber sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss.